So, und damit ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer der Lausitzweiler zur Bürgermeister-Sprechstunde aus dem Landkreis Elbe-Elster. Wir sind heute zu Gast im Amt Elsterland. Am Mikrofon begrüße ich ganz herzlich den Amtsdirektor Andreas Dommersch. Herr Dommersch, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass wir hier im Freibad noch sitzen können. Auf das werden wir später noch ein bisschen zu sprechen kommen. Wir haben ja im August, Herr Dommersch, im Rahmen unserer Sendereihe die Gemeinde Rückersdorf als Teil Ihres Amtes schon mal ein bisschen vorgestellt. Jetzt wollen wir natürlich das Amt Elsterland mal ein bisschen in den Fokus nehmen. Für den einen oder anderen, der das Amt noch nicht so genau kennt, vielleicht können Sie es ein bisschen näher vorstellen. Ja, natürlich. Also das Amt Elsterland wurde 1992 gegründet, besteht aus 5 amtsangehörigen Gemeinden. Tröbitz, wo wir hier sind heute, Schilda, Schönborn, Rückersdorf und Heideland. Und umfasst insgesamt 12 Orte, also dann Ortsteile in den jeweiligen Gemeinden. Wir haben zurzeit ca. 4.400 Einwohner. In den letzten 15 Jahren sind wir so um 700 Einwohner ungefähr geschrumpft. Ja, das ist nun mal in der Peripherie des Landes Brandenburg so. Wir befinden uns hier fast am Mittelpunkt des Landkreises Elbe-Elster. Der liegt ein Stück weiter rechts von uns, zwischen Tröbitz und Schilda. Wir umfassen eine Fläche von 115 Quadratkilometern und sind ländlich geprägt und haben, denke ich mal, ein paar Sehenswürdigkeiten, die man erwähnen kann. Naherholung, Rückersdorf, Bad Erna, die Paltrock-Windmühle in Oppelhain, den Kräutergarten, das Bauernmuseum in Lindenau. Gut ausgebaute Radwege. Ich denke mal, man kann hier auch gut Urlaub machen. Das Amt ist ein bisschen vorgestellt. Vielleicht kann man auch ein bisschen was zur Infrastruktur sagen, Gewerbebetriebe und so weiter und so fort. Wie sieht es da aus? Was sind da im Großen dabei? Naja, wenn wir nach hinten blicken, nachher vielleicht mal, sehen wir das Gewerbegebiet Tröbitz. Das ist eigentlich das einzigste, sagen wir mal, nennenswerte große Gebiet, was wir hier haben. Das wurde Ende der 2000er grundlegend umgebaut im Rahmen eines Insolvenzverfahrens. Da haben wir also die Infrastruktur hier hinten geschaffen. Es wurden alle Leitungen abgeändert. Es sind auch noch flächenfrei. Wir haben dort relativ gut besiedelt Gewerbebetriebe, Stahlbaubetrieb, Fensterbaubetrieb, Zulieferer für VW und Porsche. Also wir sind hier gut ausgestattet. Wir haben im Amtsgebiet ca. 330 Gewerbetreibende, davon sicherlich viele Einzelunternehmen, aber auch ca. 40 GmbHs sind hier im Amt vertreten und sorgen dafür, dass auch ein paar Euro Gewerbesteuer fließen. Wir sind, denke ich mal, in Schönborn mit dem Bahnhof auf der Strecke Leipzig-Cottbus gut angebunden. Wir sind in Rückersdorf auf der Bahnstrecke Berlin-Dresden gut angebunden. Und wie vorhin schon gesagt, wir haben gut ausgebaute Radwege und wie im Hintergrund zu sehen, ein sehr gutes Freibad. Arbeitsplätze sind die eine wichtige Sache, um Menschen anzusiedeln. Sie haben ja gesagt, in der Peripherie, im ländlichen Raum gehen auch viele Einwohner verloren. Für die ist natürlich nicht nur Arbeit wichtig, sondern auch Infrastruktur, die da bedeutet, Kita-Plätze, Schulplätze. Wie sieht es denn da aus im Amt? Ja, wir haben in diesem Jahr in der Grundschule Rückersdorf seit langem mal wieder 2 erste Klassen einschulen können. Wir haben dort zurzeit 170, 180 Kinder zur Beschulung. Die Grundschule ist komplett saniert für ca. 3 Millionen Euro in den letzten Jahren. Wir finden dort also alles vor, vom Computerkabinett über interaktive Tafeln etc. pp. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Wir haben 3 kommunale Kitas in Schönborn, in Rückersdorf und in Heideland, in Drösig. Und natürlich nicht zu vergessen die evangelische Grundschule in Tröbitz und den Kindergarten in Tröbitz. Ich denke mal, wir sind hier gut aufgestellt, was die Infrastruktur betrifft. Die Kitas sind fast alle ausgebucht. Also ich denke mal, hier kann man sich gut wohlfühlen. Und wie gesagt, Freizeitangebote sind auch reichlich vorhanden. Wir haben ja schon mehrfach über das tolle Freibad hier gesprochen. Das einzige, glaube ich, solarbetriebene Freibad im Landkreis. Stimmt das noch? Naja, Solarbetrieb ist vielleicht zu viel gesagt. Wir haben hier auf dem Gebäude sogenannte schwarze Platten liegen. Die werden mit Wasser, mit Pumpen betrieben. Und dadurch haben wir immer so 3, 4, 5 Grad mehr im Wasser als andere Freibäder. Und von daher auch eine längere Badezeit für die Gäste. So ein Freibad ist ja eine sogenannte freiwillige Leistung. Das muss man sich leisten können. Das machen Sie aber aus gutem Grund, glaube ich, oder? Naja, ich sage mal, das macht die Gemeinde Tröbitz aus gutem Grund, weil wir uns wirklich am Herzen liegt. 50% aller Kinder können heute nicht mehr schwimmen. Ja, wir bieten also hier wirklich Schwimmkurse an. Wir waren in diesem Jahr recht erfolgreich, haben sehr viele Schwimmabzeichen abgelegt etc. Ja, mit dem Leisten können ist immer eine schwierige Sache. Wir haben ja auch jetzt momentan eine Crowdfunding-Aktion mit der Sparkasse, 99 Funken am Laufen, die noch bis Anfang Oktober läuft. Kann ich nur noch mal aufrufen, spenden Sie bitte. Wir wollen natürlich das Bad erhalten, aber es ist eben jedes Jahr sehr schwierig. Das geht das kaputt, dann geht das kaputt. Und vor 30 Jahren das letzte Mal saniert, grundhaft saniert. Ja, das ist nun mal leider so. Es ist immer was zu machen und Geld ist immer knapp.
Für die Kinder ist es aber, da wollen wir gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, ganz, ganz wichtig. Eminent, weil in vielen Städten findet ja gar kein Schwimmunterricht mehr statt mittlerweile. Ja, das ist sicherlich sehr wichtig und es wird auch von vielen Schulklassen genutzt. Und da muss man nochmal einen Dank an die Sparkasse machen. Wir haben auch das Sparkassenticket jetzt seit kurzem hier. Hat sich gut ausgezahlt dieses Jahr. Wir waren über 1000 Kinder, die über dieses Sparkassenticket hier baden waren und schwimmen gelernt haben. Also es war schon eine gute Aktion und da nochmal einen Dank an die Sparkassenstiftung Elbe-Elster. Das Jahr 2024 geht so langsam zu Ende. Damals gab es dann in diesem Jahr so ein paar ganz besondere, größere Vorhaben, die Sie realisieren konnten? Naja, wir sind auf vielen Strecken unterwegs. Es gibt viele kleinteilige Maßnahmen. Es werden viele Kooperationsmaßnahmen gemacht mit der Envia zum Beispiel, dass eben eine Erdverkabelung stattfindet. Dann müssen wir im Huckepack, sage ich mal, Straßenlampen erneuern. Wir müssen die Gehwege erneuern. Da gab es in 24 viele, viele angelaufene Aktionen. Die gehen 25, 26 weiter, so wie in jedem Jahr. Und man sieht, überall wird was gemacht und ich denke mal, die Haushalte sind auch relativ gut aufgestellt in den Gemeinden. Und wir haben, vielleicht kann ich gleich mal vorausschauen, in 25 dann so einen kleinen Ausblick. Wir wollen also in Lindenaar ein Dorfgemeinschaftshaus umbauen, neu bauen im Prinzip im Wesentlichen. Da bekommen wir wahrscheinlich 950.000 Euro Fördermittel, aber ich denke mal, die Gemeinde wird nochmal die gleiche Summe in die Hand nehmen müssen, um das zu realisieren. Wir haben, wie bei Herrn Zorner schon mal festgestellt, im Umfeld der Badestelle eine Fördergeschichte bekommen, hatten Sie ja in der letzten Sendung schon vorgestellt. Und so sind viele, viele kleinteilige Maßnahmen angelaufen. Und man muss sicherlich sagen, in den letzten Jahren, wenn ich so gucke, wir haben Sporthallen saniert, Tröbitz, Schönborn, grundhaft saniert. Also die können sich sehen lassen. Die Schule, wie gesagt, ist für 3 Millionen saniert. Und so sind viele, viele Sachen in den letzten Jahren positiv verlaufen. Und wir haben, denke ich mal, alles getan, um auch das Amt Elster lebenswert zu machen. Man muss ja auch immer sagen an dieser Stelle, das Geld, der Kuchen für das Geld wird ja immer kleiner. Jeder will ein Stückchen davon abhaben und insbesondere kleinere Ämter und so, die haben dann schon ihre Schwierigkeiten dann auch an Fördermitteln zu kommen wie größere Städte, oder? Ja, natürlich. Wir haben im Prinzip momentan maximal LIDA-Förderung und sonst gibt es kaum noch etwas, wo die Städte dann sicherlich besser aufgestellt sind, die Zukunftsprojekte umsetzen können. Die haben also ganz andere Fördermöglichkeiten als wir als Amt. Ja, ist so. Es gibt, Herr Domasch, am Ende unseres Bürgermeistergesprächs immer eine Frage, die wir allen Bürgermeistern und Amtsdirektoren stellen. Gibt es denn etwas auf Ihrer Agenda, was Sie in Ihrer Amtszeit unbedingt realisieren möchten, wo Sie vielleicht sogar wissen, wird vielleicht gar nicht klappen, aber das würde ich gerne in Angriff nehmen und vielleicht klappt es ja. Gibt es da was? Ja, ich denke mal, wir sind hier am richtigen Ort heute. Wir haben, ich glaube, jetzt den dritten oder vierten Anlauf gemacht. Wir haben bei der Wirtschaftsregion Lausitz einen Fördermittelantrag für das Bad, für die grundhafte Sanierung gestellt. Das wäre nochmal so ein Wunschthema für mich, dass wir das realisieren. Alle anderen Projekte, wie ich schon offiziell habe, Lindenaar etc., das läuft alles. Aber hier dieses Bad nochmal nach 30 Jahren nochmal general zu sanieren und vielleicht auch mit neuen Ideen zu erfüllen, das wäre so ein Wunsch, den wir vielleicht mal noch umsetzen können. Ich bin optimistisch, aber man muss mal schauen, ob das was wird. Cool, vielen Dank, Herr Domasch, für die Einladung. Danke alles, auch. Alles Gute weiterhin und liebe Zuschauer, das war sie, unsere Bürgermeister-Sprechstunde hier aus dem Amt Elsterland. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Falkenberg und melden uns dann von dort für Sie wieder. Bis dahin, tschüss, sagt Andreas Kröger.